Gut. Shalom Aleichem. Der Mensch kommt in diese Welt und seine Eltern bei seiner Geburt haben eine Mini-Prophezeiung, welchen Namen ihm zu geben. Spielt keine Rolle, ob die Eltern haben jetzt gehört Melodie, Nathalie von Julio Iglesias oder jetzt irgendeine Entertainment hat sie gefallen. Die haben Mini-Prophezeiung. Steht geschrieben, dass es gibt in dieser Welt drei böse Engel, Evra, Sam und Zara. Und diese Engel kommen, wenn der Mensch macht Sünden, Averot. Wenn ein Mensch macht Fehler, Sachen, die nicht in Ordnung, Moral zwischen Menschen oder Moral zwischen Hashem, kriegt er Verstopfung. So wie ein Auto. Fährst falsch, gibt's in der Kanalisation verschiedene Verstopfungen. Unser erster Vater, Abraham, wollte sein Leben ändern, hat er drei Sachen gemacht. Handlung, Namen und Ort. Handlung hat er gemacht, Beschneidung. Ort hat er verlassen, Ur Kasdim, und gegangen nach Knan. Und Namen hat er gemacht von Avram zu Abraham. Okay? Auch Adam, der erste Mann, nachdem hat er gesündigt mit Chava. Gott hat ihn vertrieben von Gan Eden, Elion, Gan Eden, Atachton. Gott hat ihm gegeben einen anderen Namen, einen anderen Ort. Und er hat ihm gegeben eine andere Handlung. Er ist geworden von groß, klein. Also früher war Adam schön, prächtig und danach ist er geworden so wie uns, klein und okay. Steht geschrieben in Talmud, dass diese schlimmen Engel, die machen die Menschen kaputt. Das sind so Leute von Justiz. Die kommen nach Hause, sie wollen schlagen oder nehmen den Tisch, Malachi Chabala. Aber wenn es gibt einen anderen Namen, die wissen nicht, wo zu suchen, weil es steht geschrieben, geh zu dem. Und er hat einen anderen Namen. Oder er wohnt nicht da. Also in die geistliche Welt, auch die Malachi Chabala, diese Behörde, Justizministerium, Banditen, die kommen zu dir, haben einen anderen Ort. Verstehst du? Sie kommen nicht mehr dir zu schädigen, weil es ein anderer Namen da oder eine andere Wohnung. Er wohnt nicht mehr da. Weißt du, was ich meine? Sie wollen nehmen den. Ja, das steht in Zohar. Das, was ich euch sage, steht in Zohar. Zohar sagt, Malachi Chabala suchen die Wohnung, er wohnt nicht mehr da. Suchen den Namen, Moshe ist nicht da, jetzt ist Jakob da. Also erledigt. Okay. Steht geschrieben, dass Rav Chisda hat gewohnt in Israel in einer Stadt Kapoktia und er hat immer Probleme mit Parnassa, mit Geld und mit Gesellschaft. Also hat man ihm gecheppert, gepeinigt, geredet, weiß ich nicht. Gesellschaft kann Bereicherung sein und Gesellschaft kann ganz schön sitzen wie ein Vampir auf dem Hals. Und er hat umgezogen von Kapoktia nach Zipori und danach ging ihm gut. Okay. Sagt Rabbi Yitzchak in Talmud, vier Sachen können ändern den Masal von dem Menschen. Shinuya Masal. Zdaka, Spende. Shinui Shem, andere Namen. Andere Handlung. Oder schreien zu Gott. Beten richtig, vom Herzen. Jetzt. Wir reden nicht jetzt Familiennamen. Familiennamen im Judentum spielt keine Rolle. Das ist Goyisch. Also die sephardischen Juden haben begonnen im 12. Jahrhundert. Kimchi, Abarbanel, Ben Benishti. Aber zum Schluss kann jeder sein. Abramowitz, Jakob, Jakubow, Jakubowitsch, ist egal. Shimon, Shimoni, Reuven, Reuveni, das spielt keine Rolle. Familiennamen im Judentum hat gar nichts zu tun mit dem Mensch. Das ist die große Tora gelehrte, niemand weiß, wie ist ihre Familiennamen. Nachmanitis, Moishe ben Nachman, Chsamsoifer, Moishe, und so weiter, okay?
Es geht nur um den Vornamen. Jetzt. Wann soll man den Namen ändern? Eins, wenn jemand lange Zeit hat keine Masal oder schlechte Masal. Was heißt keine Masal? Keine Masal zum Beispiel, einer, der findet nicht zu heiraten. Ohne Grund. Schön, klug, angenehm, guter Charakter, ein Masal. Noch eine Junge, noch eine Mädel, geht nicht. Okay? Da, die erste Sache soll man machen, anderer Ort, nicht einen anderen Namen. Weil in dem Ort alle kennen dich oder deine Familie schon in diesen, und du auch, das ist so wie eine in die Schule, hat nicht Masel in die Schule. Und irgendwann sagt man, okay, geht nicht mehr diese Schule, muss man diese Schule. Was ist passiert? Diese Schule ist jetzt Malachim. Nein, diese Schule hat geschafft, dass der Mensch in sich bereit zu ändern. Das heißt, der Namenänderung, der Ortänderung, der Handlungänderung, es ist nicht jetzt ein Okuspokus, du machst und gleich der Masel kommt. Der neue Namen oder der neue Ort oder die neue Ordnung ist da, um dir zu bringen, dass das, was du tust, etwas ist nicht richtig. Etwas ist falsch. Deshalb, das Erste, was man beginnen muss, ist mit der Handlung zu ändern. Wenn etwas funktioniert nicht, mache ich etwas falsch. Später soll ich ändern den Ort. Später, wenn es alles, dann soll ich beten. Wenn es betet nicht und der Mensch hat wirklich kein Masel oder keine Kinder oder Schmerzen oder Krankheit, da soll man den Namen ändern. Und ändern bedeutet nicht jetzt den Namen ausradieren, sondern noch einen Namen geben. Das heißt, wenn die Mädel heißt Rivka, dann gibt man ihr noch einen Namen mit Leben. Rivka Chaya. Wenn es ein Junge, Raphael, so, meistens gibt man noch einen Namen, wenn der gesundliche Zustand ist schon Alapanim. Also wenn man sagt, on the face, keine Chance. Dann kommt der Todesengel und er sagt, ich will töten Jakob. Aber der ist nicht Jakob, er ist Chaim. Jakob Chaim. Ah, sorry. Okay. Ich lasse ihn am Leben. Okay? Weil er reicht. Und dann, es war ein Rabbiner in Worms, im 17. Jahrhundert, der hieß Jair Bachrach. Hat aber bekommen einen Stein auf den Kopf von Feinden. So ein Antisemiten. Und er war gespielt zwischen Leben und Tod. Hat man ihm noch einen Namen gegeben, Chaim. Hat er gelebt noch viele Jahre danach. Gesund. Und steht auf seinem Grab geschrieben, Jair Chaim Bachrach, also auch der neue Namen. Und er war der erste Rabbiner, der hat gesagt, ich will, dass meine Frau so neben mir beerdigt, weil sie hat mir auch Chaim geschenkt. Sie hat mir gepflegt und so schön am Leben gehalten. Okay. Jetzt, die letzte Sache, was ich sagen will, ist vom Buch Sefer Chassidim von Rabbi aus Regensburg. Ich lese euch von Paragraph 245. Wenn eine hat Lebensgefahr und er ist gekommen bis dem Tor von Tod, geistlich oder physisch, dann soll man ihm den Namen ändern. Von Ruth soll man machen Ruth Nomi. Von Reuven soll man geben noch einen Namen, also noch eine dazu. Und wenn du siehst, eine, dass seine Kinder sterben früh, dann soll er nicht geben, diese Kinder die neue Namen lieber verstorbene Brüder oder jung gestorben oder so. Da soll man achten. Also, wenn wir die Sachen jetzt zusammenfassen. Kein Schiduch, keine Ehepartner. Geht nicht. Keine Kinder, kommt nicht. Also man probiert, ich würde sagen, mehr als 4-5 Jahre, Chas v'Shalom. Geht nicht. Krankheiten mental, jeden paar Jahren, Janana,
kriegt man Phobie, Ängste, schreit man, was weiß ich. Ich bin kein Psychiater, aber Menschen, die haben plötzlich außergewöhnlichen, obwohl viele jugendliche Leute in die neue Generation, anstatt mit das Leben zu kämpfen, suchen irgendeine psychischen Problem, damit soll die Älteren legitimieren ihre Faulheit. Ja, also wir leben in einer verrückten Welt, wo viele wollen sich das Leben leichter machen und sie sagen, ja, ich habe das, ich habe jenes, ich will nicht mal den Namen sagen, um Jugendlichen auf Ideen zu bringen. Also Menschen machen sich manchmal das Leben leichter, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Ja. Deshalb, die Änderung beginnt bei der Handlung. Etwas mache ich falsch. Zwei, ich muss Zaka geben, Spende von meinem Geld. Nicht an dem Doktor, an Arme, an Bedürftige, an drei, Umzug. Neue Wohnung, neue Stadt, neues Land. Menschen reden die ganze Zeit, die wollen was ändern, aber die sind nicht bereit. Es gibt Menschen, die sind gefahren zu einem anderen Land, anderen Ort. Das ist so wie neue Schule. Ja. Die sind andere Menschen geworden. Beim schlimmen Fall, wenn man sieht, die Masel ist voll daneben, ja, dann soll man dem zusätzlichen Namen bringen, zufügen. Nur wenn man sieht wirklich, ja, aber was will der Mensch? Er will das allererste Operation. Ja, mach mir, tu mir, tausche mir, wechsle mir, mach mir ein anderes Herz. Ja. Damit geht nicht so. Da funktionieren nicht die Sachen. Mhm. Es ist der letzte Prozess. Und nicht es ist ein wichtiger Prozess. Aber wenn der Mensch ist schon down, dass nichts an ihm, man kann nicht die Hunde weiter kitzeln, man tauscht den Namen, damit soll der Malach am Abend soll ihn nicht töten. Das wäre schade. Verstanden? Ja, ich habe Schkoich. Gesehen.